Hi, mein Name ist Hannes, ich bin von der DGB-Jugend Sachsen-Anhalt und wir haben hiermit das 1. Mai-Bündnis für dieses Jahr mit initiiert. Ich bin Michelle, ich komme von der Grünen Jugend Halle und habe mich ein bisschen im Bündnis 1. Mai eingebracht. Hi, ich bin Simon, ich bin 26 Jahre alt und bin bei den Jusos Halle. Wir sind verschiedene Bündnisse. Getragen wird das Ganze von der DGB-Jugend. Mit dabei sind die ganzen Mitgliedsgewerkschaften. Verdi-Jugend, IGBCE-Jugend, IG Metall-Jugend, Junge GW, Parteijugenden wie die Jusos, die Grüne Jugend, die Linksjugend Solid, TV Stutt und Fridays for Future. Die DGB-Jugend macht ziemlich viel. Unser wichtigster Auftrag ist auf jeden Fall Interessenvertretung zu sein. Für Azubis, für Studierende und vor allen Dingen für junge Menschen. Wir kämpfen für bessere Löhne, für Umverteilung und für Gerechtigkeit. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, unter anderem Demos wie der 1. Mai, Beteiligung bei Erwachsenen, Streiks, Streikorganisationen, aber auch Bildungsarbeit, wie zum Beispiel unser Projekt Demokratie und Mitbestimmung, wo wir die Berufsschulen gehen und Azubis erklären, wie Gesellschaft funktioniert und warum auch Gewerkschaften gut und warum faire Löhne wichtig sind. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Uns geht es an diesem Tag darum, dass Arbeit mehr wertgeschätzt wird, die Beschäftigten mehr Löhne bekommen und junge Menschen das Gefühl haben, dass sie repräsentiert werden und dass ihre Arbeit gewertschätzt wird. Also zum einen ist es natürlich wichtig, dass viele Menschen die Demo mit organisieren. Wichtig ist vor allem, dass Technik, Routen, also die ganze Organisation geplant wird und umgesetzt wird. Dann ist es natürlich auch noch wichtig, dass zum Beispiel Transpis gemalt werden, Plakate gestaltet werden, dass man mobilisiert, dass man Werbung für die Aktion macht. Also ich glaube, die größte Hürde ist natürlich immer so Finanzierung, Zeit, aber auch oft finde ich auch Kommunikation kann schwierig werden, weil so, wenn man so mit so vielen Leuten etwas aufbaut, ist es halt ganz wichtig, dass man sich austauscht und miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Ich würde sagen, die Demo ist dann gelungen, wenn wir ein Zeichen setzen konnten. Ein Zeichen für Umverteilung, ein Zeichen für Gerechtigkeit und ein Zeichen auch für die Stadt und für die Menschen, die hier leben und arbeiten. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist die Demo gelungen. Ich glaube, unser Engagement ist wichtig, weil ArbeitgeberInnen das nicht von selbst machen werden, irgendwie Löhne zu erhöhen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil dadurch in dem Fall junge Menschen sich empowered fühlen, zu sagen, hey, ich gehe mit auf die Straße. Das Beste, was man schaffen könnte, wäre tatsächlich ein Problembewusstsein hervorzurufen bei vielen Menschen. Aber es ist einfach auch wichtig, um zu zeigen, wir sind hier, wir bauen Druck auf. Es geht darum, dass junge Menschen in diesem Land das Gefühl bekommen von Akzeptanz, Repräsentanz und eine Wertschätzung für ihre Beschäftigung. Also was ich gerne in der Zukunft erreichen wollen würde, ist, dass wir das ganze Ding, 1. Mai-Demo, auch über weitere Jahre manifestieren können und dass sich jedes Jahr auch neue Menschen finden, das zu organisieren. Und dass es so eine feste Größe wird. Darüber würde ich mich freuen. Also beim 1. Mai ist jedes Bündnis, aber auch jede Privatperson immer herzlich willkommen. Also man kann natürlich immer jemanden von uns schreiben, also wenn man schon Leute kennt. Ansonsten über Social Media. Wir suchen immer Leute, die Bock haben, sich gerecht und für die gute Sache zu engagieren und deswegen einfach anschreiben, mitmachen und dabei sein. Unser Engagement in drei Worten ist kämpferisch, solidarisch und sozial. Steil geht die Inflation, was passiert mit meinem Lohn?